Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an einem frühen Donnerstagmorgen nach einem für einige wahrscheinlich etwas längeren Abend. Ich hoffe, Sie haben den gestrigen Abend genossen und geben uns jetzt die Gelegenheit, ja, Sie so ein bisschen aufzuwecken vielleicht. Fernsehvisionen, Ergebnisse und Diskussion einer aktuellen GfK-Studie. Wie entwickeln sich die TV-Nutzung, die Endgeräte und das Angebot? Also mit Visionen, im Titel mit drin, ist das ja immer so eine Sache. Bisschen abgehoben und, glaube ich, auch ziemlich abhängig davon, wen man denn eigentlich fragt. Und um dem so ein bisschen vorzubeugen, diesem Visioneneffekt, haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, beziehungsweise hat die Eutelsat eine Studie bei der GfK in Auftrag gegeben, eben mit dem Titel Fernsehvisionen, wie entwickeln sich die TV-Nutzung, die Endgeräte und das Angebot. Zielsetzung der Befragung von 40 Top-Entscheidern, also von Menschen, von Ihnen sozusagen aus der Branche war es, ich sage mal, so ein gemäßigtes Bild zu bekommen, vor allem ein realistisches Bild, wie sich die TV-Nutzung über die nächsten 5 Jahre, also ich sage mal, gerade noch so einen überschaubaren Zeitpunkt hinzubekommen. Vorausschauend eben, aber eben nicht abgehoben. Und als Grundlage wollen wir das nutzen für eine Diskussion heute, auf morgen ausgerichtet. Also wir wollen, glaube ich, schon sehr direkt auch die Frage stellen, was können Sie denn oder müssen Sie denn vielleicht ab morgen anders tun, um dann für die nächsten oder insbesondere in 5 Jahren ausgerichtet, richtig ausgerichtet zu sein. Und um das zu tun, sollten wir Ihnen zunächst vielleicht ein bisschen helfen, einen Überblick über diese Studie zu bekommen. Damit wollen wir anfangen und dann wollen wir in eine Diskussionsrunde einsteigen. Und da möchte ich weiß, es ist Donnerstag früh, ich weiß, da bei Ihnen ist es dunkler und bei Ihnen ist es hier heller. Nichtsdestotrotz, da wollen wir Sie gerne mit beteiligen. Also fangen Sie ruhig jetzt schon an, sich Dinge aufzuschreiben, sich Dinge zu merken und Dinge abzufragen, sodass wir dann gleich wirklich aktiv in die Diskussionsrunde auch einsteigen können. Wir haben die Standmikrofone rausgenommen, damit die Mikros direkt einfach zu Ihnen hinkommen können, damit es viel schneller geht. So, ich moderiere diese Runde. Ich bin aber nicht derjenige, der Ihnen die Studie vorstellt. Dafür darf ich Ihnen Christian Heinkle, Director TV und Regulatory Affairs von der Eutelsat vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Heinkle. Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten gestern alle eine schöne Media Night, sind jetzt ausgeschlafen. Wenn nicht, hoffe ich, Sie haben sich bedient am Red Bull. Ja, wir werden uns die beste Mühe geben, Sie jetzt die nächsten Minuten zu unterhalten und spannende Themen vorzustellen. Genau, wir haben uns vorgestellt, an einem Donnerstagmorgen mit PowerPoint Sie zu langweilen, ist nicht so gut. Deswegen haben wir nur ein einziges PowerPoint im Hintergrund und wir wollen uns über die Studie bzw. über die Punkte unterhalten. Die Studie hat 8 Kernaussagen und darüber wollen wir die einmal mal so Schritt für Schritt abgehen. Die Studie ist so exklusiv, dass sie gerade erst fertig geworden ist. Es gibt sie noch nicht als gedruckte Version. Nachher, wie gesagt, wenn Sie sich da beim Red Bull bedienen oder schon bedient haben, sehen Sie so einen QR-Code, da können Sie sich die dann auch runterladen. Was haben Sie denn mit dieser Studie gemacht? Was war die Zielsetzung der Studie? Was genau haben Sie getan? Also wir haben als Eutelsat haben diese Studie in Auftrag gegeben. Wir haben natürlich unsere eigenen Fernsehvisionen, eine eigene Vision, wie Fernsehen in der Zukunft aussieht. Und um diese Vision zu reflektieren, haben wir, wie Sie gesagt haben, 40 Top-Entscheider der Branche befragt. Jeder von uns hat zig Studien auf seinem Schreibtisch liegen, die sich mit der Zukunft des Fernsehens auseinandersetzen. Und viele technische Neuerungen werden dort beschrieben. Alles, was in Zukunft ganz fancy und in sein wird. Und gleichzeitig bekommen wir einmal im Jahr den Digitalisierungsbericht und sehen, dass über 40% der Kabelnutzer in Deutschland eben noch analog schauen. Und deswegen war es unser Ziel, eine realistische Studie zu machen. Wie wollten wir das machen? Wie war das Studiendesign? Wie gesagt, 40 Top-Entscheider, die sich tagtäglich mit dem Nutzen und dem Konsum der TV-Nutzer auseinandersetzen. Darunter sind, wir haben befragt, Free-TV-Sender, Pay-TV-Sender, VOD-Plattformen, Kabelnetzbetreiber, Vermarkter, Mediaagenturen, TV-Produzenten und natürlich Hardware-Hersteller.
also sehr breit angelegt. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine VOD-Plattform nach dem nonlinearen Fernsehkonsum der Zukunft fragen, haben Sie eine andere, werden Sie eine andere Antwort bekommen, als wenn Sie jetzt einen linearen Sender befragen. Und genau in der Mitte irgendwo wird die Wahrheit wahrscheinlich liegen. Und das war unser Anspruch mit dieser Studie, eben die Expertise dieser Marktteilnehmer oder dieser Top-Entscheider aufzufangen, zu erfassen und darzustellen. Und Top-Entscheider deswegen, also Level 1 bis 2, weil natürlich die, die in den nächsten 5 Jahren mit ihren Entscheidungen unsere Fernsehlandschaft prägen. Wie verlässlich ist das Bild aus Ihrer Sicht, was Sie da dargestellt bekommen haben? Na gut, es ist ein Ausschnitt. 40, denke ich, ist Medienexperten und so weiter, ist ein gutes Bild. Wie realistisch die ganze Studie ist, können Sie sich dann selber, wenn Sie abgerufen haben, durchgelesen haben, selber ein eigenes Bild machen. Ich denke, dadurch, dass wir einen sehr breiten Ansatz gemacht haben, auch von diesen allen Themen, und auch die Zusammenhänge dieser Themen aufgezeigt haben, bin ich mit dem realistischen Bild sehr zufrieden. Mhm. Gut, steigen wir ein. Wie sich die Fernsehgewohnheiten in den nächsten 5 Jahren verändern? Was ändert sich? Das ist eigentlich die grundlegende Frage. Nicht nur der Studie, sondern generell die, wir uns alle stellen sollten. Und da es die wichtigste Frage ist, machen wir vielleicht auch hier mal im Publikum, stellen wir die Frage, weil wir haben 40 Leute befragt, hier sitzt ein ganzer Saal voll Top-Experten. Ich frage jetzt, diejenigen sollten bitte mal die Hand heben, die glauben, dass in 5 Jahren die nonlineare Nutzung, das heißt also VOD, Catch-up, höher ist als die lineare Nutzung. Also bitte die den Arm heben, die denken, dass in 5 Jahren höher ist. Das sind nicht so viele. Dann stelle ich mal die Gegenfrage. Mhm. Wer glaubt denn, dass auch in Zukunft Sender wie ARD, RTL, ZDF und ProSieben mit ihrem linearen Programm die Fernsehnutzung dominieren werden? Ich stelle fest, das ist die klare Mehrheit. Es ist wahr nicht verwunderlich, nur trotzdem, also auch da hört man auch gerade vom Ausland, und ich denke, wir werden es auch nachher in der Diskussion hören, andere Meinungen. Unsere Experten haben genau das Gleiche gesagt. Also, klar, der Fernsehmarkt ist im Wandel. Wir sprechen hier von einer Entlinearisierung, Fragmentisierung und Individualisierung des Fernsehkonsums. Das heißt, nonlinear wird stärker zunehmen, besonders in spezifischen Zielgruppen. Aber das heißt, die Verfügbarkeit von neuen Angeboten steigt, aber nicht unbedingt, das steigt nicht um so viel, dass die Nutzung der Linearen damit überschritten wird. Ich würde es andersrum drehen. Ich würde sagen, der nonlineare TV-Konsum steigt, weil es natürlich die Möglichkeiten dazu gibt. Mhm. Ja? Durch VOD, durch Catch-up, weil jeder Sender das macht. Wichtig ist, linear wird aber weiterhin dominieren. Mhm. Gut. Genau. Was treibt diese Entwicklung an der Stelle? Sind das die Programmbetreiber oder sind das die Konsumenten? Also es ist mehr vielschichtig. Also auf der einen Seite das Technische, dass natürlich die Möglichkeiten einfach da sind und wir sie nutzen. Das heißt, wir haben einfach auf einmal, ich glaube, das breiteste Angebot an VOD-Plattformen im deutschen Markt. Wir haben auch so Möglichkeiten wie PVR. Aber auch vielmehr, wir verhalten uns anders und gerade auch die Jugend verhält sich anders. Vielleicht kann man so ein bisschen vergleichen, früher haben wir eine Frage gehabt im Kopf und haben gewartet, bis der nächste Block aus um die Ecke kam. Heute sind wir es gewöhnt mit dem Smartphone, wir haben eine Frage und wir schauen es nach. Mhm. Und dieses Hier und Jetzt, dieses Ich möchte sofort konsumieren, ist insbesondere in den jungen Generationen, Digital Natives, Millennials, wie man auch immer sie nennen mag, sehr ausgeprägt, zieht sich aber über die ganzen Generationen hoch und wird auch immer stärker. Sprich, wir werden unser Verhalten ändern und wir wollen einfach wann, wo, wie, was ich will jetzt konsumieren. Das heißt, Geduld ist nicht wirklich die Stärke von uns. Wir wollen es jetzt haben. Da werden wir auch nochmal zukommen. Ich glaube, eine Geduld ist
etwas, was man nicht mehr von dem TV-Konsumenten in Zukunft so haben wird und was sich auch Auswirkungen hat auf das Angebot, auf das Programm, auf Werbung und sich komplett hier durchzieht über alle Themen. Okay. Gut, sollen wir zum nächsten Punkt gehen? Wie Fernsehen und Internet miteinander verschmelzen? Gern. Ich habe gestern öfters mal Smart TV, klar, es ist seit der IFA in aller Munde, jeder spricht drum, es wird gerade von den Herstellern nochmal mit Initiativen getrieben. Gestern habe ich gehört auf dem Panel, derjenige hat gesagt, ja, Smart TV, da glaube ich nicht dran, denn ich habe versucht, mit meiner Fernbedienung www einzugeben und es war zu kompliziert. Das Internet auf den großen Bildschirm im Fernseher zu bringen, das ist nicht Smart TV, also, sondern Smart TV ist, ist viel mehr. Also das ist VOD auf den großen Screen zu bringen, über das Internet, also ein hybrides Gerät, das ist programmbegleitende Inhalte auf den großen Screen zu bringen. Nur, was ich mich natürlich gefragt habe, wenn jetzt der Medienexperte, der hier in München Medientagen sitzt, diese Aussage bringt, dann zeigt es halt auch ein Bild, dass es bei dem Konsumenten überhaupt noch nicht angekommen ist. Und genau das haben auch unsere Experten gesagt, die sehr skeptisch hinsichtlich Smart TV sind. Also das heißt, sagen, klar, die Vernetzung zwischen Internet und Broadcast, die wird definitiv in Zukunft da sein, nur ob der große TV-Fernseher das Mittel ist, stellen die Experten bei uns in der Studie klar in Frage. Sie verweisen da eher auf den Second Screen, den kommen wir später noch, und sagen, also nicht verwunderlich, dass Studien sagen, dass zwischen 30% und 50% nur ihren Smart TV angeschlossen haben ans Internet, weil sie einfach den Mehrnutzen noch nicht erkannt haben. Darf ich die Frage hier mal stellen? Wer hat sein Smart TV, also wer hat einen Smart TV und hat ihn dann auch noch tatsächlich ans Internet angeschlossen? Oh, das war eine ganze Menge. Wer hat ihn nicht angeschlossen? Naja, okay, gut. Und diejenigen, die überhaupt keinen haben, melden sich hier vorne. Gut. Wie Fernseher und Second Screen in Zukunft interagieren? Genau. Wie tun Sie das? Auch da zeigen zig Studien, dass der Second Screen, ich mag sagen bewusst in Anführungszeichen, komme ich gleich drauf, heute schon parallel genutzt wird. Das heißt, viele, gerade bei den Jüngeren sitzen, 78% der Leute sitzen da mit dem Smartphone oder dem Tablet und machen neben dem Fernsehen was anderes. Jetzt reden wir als Fernsehbranche immer vom Second Screen. Die Werbung sagt ganz klar, Second Screen ist eigentlich der richtige Ausdruck, weil First Screen ist eigentlich immer da, wo die Aufmerksamkeit ist. Ich behalte jetzt aber doch mal die Terminologie weiter. Also Second Screen rede ich von Tablets und Smartphones. Und das ist etwas, ich glaube, das ist mit der größte Trend, und das hat sich in der Studie wiedergespiegelt, dass das der größte Trend sein wird und hier am meisten Einfluss haben wird auf die ganzen, auf die Branche und auf das Nutzungsverhalten. Beeindruckend in der Studie sind immer so Quotes auch mit abgebildet, fand ich, dass die mobile Nutzung insbesondere zu Hause stattfindet. Genau. Sehr mobil also. Ja, es ist auch, glaube ich, ein interessantes Thema nachher in der Diskussion. Witzigerweise, wir haben gefragt, wo die mobile Nutzung mit Tablets und Smartphones stattfinden, und dann kommt die Antwort, aber eindeutige Antwort, zu Hause. Ja, widerspricht sich erstmal. Also die Experten haben uns ja ganz klar gesagt, also sobald alle Inhalte, das ist ja heute noch ein schwieriges Thema, über WLAN auf dem Tablet im Haushalt verfügbar sind, werden die Leute zu Hause, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer mit dem Tablet schauen. Also das heißt, der Zweitfernseher oder Drittfernseher wird es in Zukunft wohl eher nicht mehr so geben, sondern wir werden alle mit dem Tablet schauen, denn Ziel ist es von allen in der Branche, glaube ich so, das Fernsehsignal auf alle Bildschirme im Haushalt zu bringen. Und was bleibt mit der Out-of-Home-Nutzung außerhalb? Da sehen die Experten ganz klar, das ist eher in Situationen, wo man wartet, eher wo man vielleicht mal reist. Und da sind eigentlich nonlineare Inhalte, die abgefragt werden. Spitze, kompakte Inhalte, die ja,
die kurz abgerufen werden können über Facebook oder YouTube oder eben über eine Mediathek. Und das lineare Fernsehen wird in out of form kaum eine Rolle spielen. Gut gefallen hat mir auch die Aussage, mit dem kann man Second Screen vielleicht auch interpretieren, der frühere Schlafzimmerfernseher wird durchs Tablet ersetzt. Genau. Also Second Screen sozusagen im zweiten Zimmer. Genau. Also, das ist die Frage. Also das ist eine berechtigte Frage. Also es ist halt genau diese Sache. Deswegen habe ich eingangs gesagt, was ist First Screen, was ist Second Screen. Wir sagen natürlich, der große Bildschirm im Wohnzimmer ist für uns natürlich der First Screen. Aber in der Tat, eigentlich ist es immer da der First Screen, wo die Aufmerksamkeit ist. Und die wechselt bei den Benutzern stark. Das heißt, sobald der Werbeblock anfängt, ist die Aufmerksamkeit nicht mehr auf dem großen Fernseher, sondern in ihrem Personal Device. Und sie machen irgendwas anderes. Das Gleiche ist natürlich auch dann bei Social TV etc. Und es findet immer ein Switchen statt. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Werbung. Das ist eine große Herausforderung für die Programmmacher, weil die wollen ja natürlich, dass sie gebannt auf den großen Fernseher schauen. Und ja. Wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Bei dem Punkt möchte ich nur Herrn Benninghoff anschauen. Der soll uns nachher aus den USA, das hatte er mir im Vorgespräch erzählt, dass er da das Gefühl hat, dass sich das in den USA ein bisschen anders entwickelt mit dem Second Screen, beziehungsweise man das schon jetzt sehen kann. Wie sich Social TV entwickelt, Herr Heinkele, wie entwickelt sich es denn? Ja, da waren unsere Experten eher skeptisch. War nicht ganz klar, wie weit das eine Erfolgsstory wird. Auf jeden Fall sagen Sie, es wird eher ein Phänomen der jüngeren Zielgruppe sein. Es wird auf jeden Fall auf den Personal Devices stattfinden, also auf dem Smartphone, auf dem Tablet und weniger über den Smart TV von einem großen Bildschirm. Und ja, Sie sehen ganz klar gute Beispiele für Social TV. Es wird Berlin Tag und Nacht genannt, es wird der Tatort genannt. Es gibt also Formate, die sowas fördern, also Social TV absolut fördern. Aber man glaubt eher noch, das ist eher singulär und zieht sich nicht über die breite Nutzungsmasse. Und ja. Ist das eher was Persönliches, Social TV? Und deswegen habe ich es auf meinem Social Companion sozusagen, auf meinem Companion Device dann auch? Ja, das war eine interessante Sache. Viele haben immer davon, also die Experten haben immer davon gesprochen, das digitale Lagerfeuer des Fernsehens wird auch in Zukunft, auch in 10 Jahren immer der große Fernseher im Wohnzimmer sein und das digitale Lagerfeuer, wo sich die Familie trifft und gemeinsam Fernsehen schaut. Und Social TV ist sozusagen das zukünftige digitale Lagerfeuer für die Leute, die Singles sind oder mit der Rest der Familie nicht sprechen wollen und dann mit ihren Freunden lieber das laufende Programm sprechen. Also wir sitzen zwar im Fernseher, reden aber nicht, sondern reden mit anderen. Vielleicht auch Social TV ein Thema für die Diskussionsrunde, denn wir haben hier, also die Experten sind sich relativ einig, dass das ist ein Phänomen der jüngeren Zielgruppe. Gleichzeitig zeigt aber auch zum Beispiel das Kanzlerduell zwischen Frau Merkel und Herr Steinbrück. Da war Twitter am Kochen. Ja. Und das weiß jetzt nicht, inwiefern jetzt das Kanzlerduell hauptsächlich auch jüngere Zielgruppen angesprochen hat. Wie sich das Fernsehprogramm ändert? Ja, auch ein spannendes Thema. Sie haben es ein bisschen gerade auch kurz angesprochen. Wir haben die Problematik, dass wir ständig um die Aufmerksamkeit des Nutzers kämpfen müssen. Das heißt, die Programme müssen spannend gemacht werden, dass eben der Nutzer eben nicht abdriftet. Da ist es natürlich auch für Programmanbieter extrem wichtig, die Entscheidung, mache ich das Programm jetzt so spannend, dass ich überhaupt nicht auf mein Tablet schaue oder verlängere ich das Programm ins Internet und mache Zusatzinformationen auf mein Tablet. Da ist sich zum Beispiel auch die Werbeindustrie nicht wirklich einig. Und was ein klarer Trend ist, ist die Verfügbarkeit von Inhalten. Das heißt, es gibt keine oder wenige exklusive Inhalte mehr in Zukunft. Es gibt VOD-Plattformen unzählige und es gibt natürlich immer mehr lineare Sender. Ich habe das jetzt mal an Breaking Bad ausprobiert.
Breaking Bad läuft bei AXN im Pay-TV ohne Werbung, in bester Qualität, läuft bei RTL Nitro im Free-TV, läuft, Sie können es abrufen bei iTunes, bei Maxdome, bei WatchEver und bei Sky. Das heißt, es gibt so eine Art Omnipräsenz der Inhalte und das hat auch eine wahnsinnige, also eine hohe Wirkung auf Sender, auf Programmanbieter, denn wenn sie keinen exklusiven Inhalt mehr haben, kann auch darunter ihre Programmmarke leiden. Mhm. Das heißt, die Frage, das ist, ich glaube, auch interessant für das Panel nachher, wir haben starke Marken wie Gute Zeiten, Schlechten Zeiten, wie The Voice, wie Germany's Next Topmodel oder auch Galileo. Galileo hat viel mehr Likes auf Facebook als zum Beispiel ProSieben. Fragen Sie mal, wie viele, die Leute draußen, kennen Sie Galileo? Und dann werden die sagen, klar, kenne ich. Und wo läuft's? Weiß ich nicht. Jetzt eine These von mir, die Sie vielleicht mitnehmen können. Und da ist die Herausforderung in Zukunft für die Programmanbieter, für die Sender, für die linearen Sender, ist eben, wie kann ich meine Programmmarke stärken oder wie kann ich die so spezifizieren, so machen, dass der TV-Nutzer immer weiß, was er erwarten kann von mir und wie kann ich natürlich möglichst Inhalte exklusiv an mich binden, dass sie eben halt nicht omnipräsent sind. Eine der Fragen, die ich gerne nochmal ins Publikum stellen würde, die auch den Experten gestellt worden war, ob die Blockbuster in Zukunft noch die Quotenbringer sind. Wer glaubt von Ihnen, dass man Blockbuster braucht, um Quote hinzubekommen? Also Blockbuster, einmal die Gegenprobe, keine Blockbuster oder keine wichtig, okay, das ist fast ausgeglichen. Also wenn ich es richtig gelesen habe, wird den Blockbustern eine deutlich geringere Bedeutung in Zukunft zugemessen. Was würde das hier in etwa abspiegeln, also nicht mehr zumindest die herausragende Bedeutung? Hier wird einfach gesagt, es gibt ein nonlineares Angebot, wir haben eine Omnipräsenz der Inhalte. Das heißt, ich kann den Blockbuster auf VOD-Plattformen genauso finden. Ich kann eigentlich als linearer Sender mit dem Blockbuster die Leute nicht mehr so fesseln, wie ich es früher mal gemacht habe. Und da war eine interessante Diskussion in der Studie und es wird auch dargelegt, es sind zum Beispiel Live-Events dann ein probates Mittel, hier die Leute doch wieder vor den Fernseher zu ziehen, weil eben ich den Tatort nur am Sonntagabend oder am Montagmorgen dann diskutieren kann. Und wenn ich mir am Dienstag anschaue, ist es einfach zu spät. Okay, wie die Diversifizierung, das haben Sie schon angesprochen, eben als Sie die ganzen Sender aufgezählt haben, wie die Diversifizierung der Senderlandschaft weiter fortschreitet. Schreitet sie weiter fort? Wir sehen es im Moment und sie wird weiter fortschreiten, sagen die Experten, sagt die Studie. Wir haben zig Beispiele, die ProSieben-Gruppe hat mit Six angefangen, dann Sat.1 Gold gelauncht und kürzlich ProSieben Max. Unterschiedliche Zielgruppen, also die Zielgruppen werden immer spitzer, die Programme werden immer direkter zugeschnitten und so wird es auch weitergehen. Die Frage, die sich hier stellt, ist auch wieder, wie sich die Sender positionieren, wie sie Programmmarken aufbauen. Ein interessantes Beispiel da in dem Zusammenhang vielleicht Discovery. Mhm. Discovery ist ja einer der größten Content-Produzenten und auch Pay-TV-Anbieter und die sind in Deutschland mit D-Max oder D-Max präsent. Sehr spitze Zielgruppe auf Männer im bestimmten Alter. Das Logo ist schwarz-weiß, jeder kann sich was darunter vorstellen. Inhalte sind mehr oder weniger exklusiv und da verspricht sich der Sender einfach davon, wir versprechen den Konsumenten, den TV-Konsumenten, ganz klare Inhalte, der weiß ganz genau, was er bei uns erwartet. Und D-Max, der Männersender, bekommt jetzt ein Schwesterchen, TLC. Und genau das gleiche Konzept, nur auf Frauen, also Frauen bestimmten Alters und exklusiver Inhalt. Mhm. Und das sieht zum Beispiel Discovery als Möglichkeit, hier eine klare Fokussierung zu gestalten, klare Programmmarken sich zu positionieren. Und ja, wir werden sehen, wie sich das
entscheide. Was ich auch generell sehr interessant finde, ist, es gibt kleinere Sender, die immer noch versuchen, in den Markt reinzugehen. Gestern getroffen Welt der Wunder. Wir haben Choice, ein sehr innovatives Konzept als neuen Sender. Und es gibt halt die großen Sendergruppen, die immer mehr Sender launchen. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit die Großen die Kleinen erdrücken, weil sie einfach sehr viele Skaleneffekte haben. Mhm. Sie haben ein Marketing-Team, das sofort einsteigen kann. Sie haben natürlich schon den Inhalt, wo sie dann direkt auf die Sender bringen können. Sie können sich sofort gut positionieren im Sender-Ranking. Sie können Cross-Promotions machen, damit sie in den Relevant-Set beim Endkunden reinkommen. Sie haben also eine Marketingmacht und einen großen Vorteil. Und da bin ich gespannt, inwiefern sich in Zukunft die Großen durchsetzen werden, ausschließlich durchsetzen werden oder die Kleinen dann doch ihre Nische noch finden. Jedenfalls sagen unsere Experten, in 5 Jahren wird der TV-Konsum noch zu 58% noch bei den öffentlich-rechtlichen und bei den großen privaten Sendermarken sein. Also, Diversifizierung schreitet weiter fort, aber wird trotzdem noch viel die sozusagen Bekannten genutzt. Wie Pay-TV vom Nischenprogramm zum Qualitätsgaranten wird? Ja, da hatten wir schon eine Diskussion. Das haben Sie nicht ganz geglaubt, dass die Zahlungsbereitschaft steigt. Unsere Experten sagen, die Zahlungsbereitschaft wird sich in den nächsten 5 Jahren erhöhen. Gestern habe ich auf dem Panel gesehen, in den letzten 10 Jahren haben die Pay-TV-Umsätze 480% zugenommen. Darin wurde aber auch eingerechnet sowas wie verschlüsseltes Free-TV, also HD-Programme wie RTL. Ja, ist eine interessante Frage und es ist auch wirklich diskussionswürdig. Also auf der einen Seite sehen wir, Pay-TV scheint wirklich im Massenmarkt angekommen zu sein. Die Pay-TV-Programme vermarkten sich gut, die Umsätze steigen. Wir haben mittlerweile 77 lizenzierte Pay-TV-Programme in Deutschland. Also das bestätigt die Aussage der Experten. Die Frage, die mir immer stellt, ist, haben wir eigentlich ein fixes Mediabudget im Haushalt? Und es verlagert sich eigentlich nur, weil ich vielleicht keine DVDs mehr kaufe oder die Zeitung abbestelle oder keine Bücher mehr lese. Und ich verlagere das dorthin, dass ich sage, ja, in Zukunft ist mir halt HD wichtig und deswegen gebe ich 4 € aus für ein HD-Paket. Mhm. Oder ist es so, dass wir wirklich bereit sind, mehr in Zukunft auszugeben? Das interessiert mich. Steigt die Zahlungsbereitschaft innerhalb der nächsten 5 Jahre? Wow. Machen Sie mal ein Gegenbeispiel. Ich würde sagen halb-halb. Wer glaubt denn, dass die Zahlungsbereitschaft nicht steigt? Nee, das sind deutlich weniger. Wahnsinn. Also ich komme aus der Telekommunikationsbranche. Ich kann Ihnen sagen, da steigt die Zahlungsbereitschaft nicht. Aber schauen wir mal. Wie sich die Fernsehwerbung in 5 Jahren entwickeln wird. Ja, also bin ich ja teilweise schon eingegangen, das ist auch eine große Herausforderung, besonders durch die Nutzung von Second Screens, mit Anfang des Werbeblocks schnellt eben halt die Nutzung von einem Smartphone hoch, das heißt, die Werbenden überlegen sich, sind sie sich aber auch gleichzeitig nicht so ganz sicher, wie sie auf diesen Trend reagieren sollen. Diskutiert wird zum Beispiel auch der Red Button als Möglichkeit, E-Commerce zu betreiben. Da schütteln aber eigentlich die Experten und gerade die Mediavermarkter eigentlich ganz klar, ist eigentlich keine gute Idee. Ich stelle mir das bei Autowerbung sehr spannend vor, genau für den Golf. Genau, und wenn der Golf halt mit der ersten Werbung gleich beworben wird, wer soll denn für den zweiten Spot im Werbeblock noch zahlen? Also, kein Geld mehr da. Ja, beziehungsweise er würde zahlen, aber niemand würde ihn mehr beachten, weil wahrscheinlich die meisten schon Red Button gedrückt haben. Also das ist ein heiß diskutiertes Thema, wo man auch dann nochmal tiefer einsteigen sollte. Letztendlich ist es ja TV-Werbung die wichtigste Werbeform im deutschen Markt. Nach wie vor wird es auch in Zukunft so sein, das sagen die Experten. Und die Frage ist halt einfach, die Kontaktqualität, ja, wie wird sich das auswerten, wie kann man das bewerten in Zukunft, und hier wird auch sehr wichtig sein, wie man das Ganze misst, also auch gerade linear wird ja heute schon gemessen, aber auch die non-lineare, der TV-Konsum, wie wird das in Zukunft
gemessen werden können. Gut, jetzt haben wir so einen schnellen Überblick mal bekommen. Jeder soll die Studie lesen. Das ist Handlungsempfehlung Nummer 1. Was ist sonst? Was geben Sie uns sonst mit auf den Weg? Worüber sollte man nachdenken, wenn man so für die nächsten paar Jahre plant? Also im ersten Augenblick, als die Studie die ersten Ergebnisse mal gescreent habe, ich gedacht, da ist ja nicht viel Neues dabei. Ja? Und dann habe ich mich aber auch an das Studiendesign erinnert und habe gesagt, das war ja auch nie unser Ziel. Unser Ziel war, es eine realistische Sache zu geben, eine, wo wir alle so eine Art Handlungsempfehlung, wo wir unsere Strategien darauf aufbauen können. Ja? Weil es eben realistisch ist und weil es eben nicht so ist, dass wir in 5 Jahren sagen, da sind wir mit Gestensteuerung oder sonstigen, da sind wir ziemlich dran vorbei, an unseren Zielen dran vorbeigegangen. Das ist nicht so eingetroffen, wie wir es damals gesagt haben. Ich glaube, Fernsehen ist definitiv im Moment im Wandel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor 7 Jahren wurde das iPhone gelauncht. Der Mobilfunk hat eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten 7 Jahren hinter sich. Entschuldigung, 5 Jahren. 5 Jahren hinter sich. Und da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues. Klar, die Bildschirme werden ein bisschen größer, die werden ein bisschen schärfer und wird alles ein bisschen für die Usability besser. Aber so das Große können wir, glaube ich, nicht mehr erwarten. Und vielleicht ist es die Zeit, dass das im Fernsehen kommt. Und ich glaube, da wird sich einiges ändern, besonders getrieben von den jungen Generationen bis 45. Die eben eine andere Handlungsweise jetzt schon haben und das auch in die ältere Generation dann tragen. Und ich glaube, es ist wichtig, heute Weichen zu stellen und jetzt nicht zu warten, sondern es ist so, ich nehme jetzt mal das Bild, es ist so wie der Zug im Bahnhof, der nimmt gerade Fahrt auf. Und man muss jetzt aufsteigen, man muss jetzt Produkte entwickeln für die In-Home-Nutzung. Lineare Innenraumnutzung, Multiscreen ist ein Thema, man muss was für ein Second Device machen. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Ich glaube, da kann man auch nicht mehr warten. Okay, also Zug nicht abfahren lassen, mit dabei bleiben. Ganz herzlichen Dank, Herr Heinkle, erstmal für den Überblick und somit starte ich die Diskussion. So, ich darf jetzt mein Panel zu mir bitten und während die sich jetzt hier alle hinsetzen, fange ich schon mal an, die vorzustellen. Jeder steckt sich dann auch sein Kabel noch einmal dran. Vielleicht trotzdem schon mal nochmal die Vorwegbemerkung. Ich möchte Sie gleich in die Diskussion einbinden. Deswegen bitte ich gleich die Panelists, das sage ich Ihnen, damit Sie mich da auch kontrollieren, ich stelle hoffentlich kurze Fragen, kurze Antworten, sodass wir eine schnelle Interaktion auch hinbekommen. Wir haben nicht ein bestimmtes Ziel vor Augen. Wir wollen auch nicht ganz bestimmte Fragen beantwortet bekommen. Das ist bei Visionen, glaube ich, recht schwierig. Sondern wir wollen einfach versuchen, ein paar Gedankengänge rund um das Thema, wie entwickeln sich die TV-Nutzung, die Endgeräte und das Angebot entwickeln. Und so dass jeder von Ihnen ein paar Gedanken, wenn er nachher rausgeht und sich vielleicht noch eine Red Bull-Dose mit auf den Weg nimmt, wirklich einfach mit diesen Gedanken schwanger dann nach Hause gehen kann und vor allem seine eigenen Schlüsse dann daraus ziehen kann. So, und das wollen wir diskutieren mit, ich darf Ihnen vorstellen, Arndt Benninghoff, Chief Digital Officer Pro7Sat1 Media, frisch aus den USA eingeflogen, extra für uns, braun gebrannt, wie sich das gehört. Dr. Jürgen Brautmeier, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, DLM, gleichzeitig Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. André Prahl, Leiter Programmverbreitung Cologne Broadcasting Center, also RTL-Gruppe. Und Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin Eutelsat Deutschland. Herzlich willkommen. Da sollte eigentlich noch ein Fünfter dabei sitzen, Herr Verhelst von der Tele Columbus. Wenn Sie die Zeitung lesen, das ist dieses Ding, wo so Papier ist, da steht dann tatsächlich im Moment drin, dass Sie relativ viel im Moment mit anderen reden. Und insofern ist das, glaube ich, durchaus zu entschuldigen, aber er lässt Sie alle ganz herzlich grüßen. So, jetzt habe ich Ihnen einmal ganz schnell die 4 vorgestellt. Jetzt würde ich gerne ganz kurz jeweils Sie vorstellen und dann, wie gesagt, wie schon angekündigt, eine kurze Frage stellen, sodass wir so ein bisschen in die Diskussion reinkommen. Herr Benninghoff hat BWL studiert und Publizistik, war bei Tomorrow Focus, Holzbrink, jetzt Chief Digital Officer der Pro7Sat1 Gruppe. Wie gesagt, Sie kommen gerade aus den USA zurück. Als wir noch vorbereitend telefoniert haben, waren Sie in den USA.
Sind wir hier, gerade wenn Sie jetzt sozusagen so sprunghaft wieder hier zurückkommen, fällt Ihnen auf, wie visionär total hinten dran wir eigentlich sind? Ja, das Beruhigende ist, als ich im Februar aufgebrochen bin, um im Epizentrum der digitalen Entwicklung festzustellen, wie weit wir hinten dran sind und auch viel in Los Angeles bei anderen Sendern war, habe ich halt erwartet, dass ich ganz andere Antworten bekomme. Ja, und das Beruhigende ist, wir sind genau auf Augenhöhe, die sind gar nicht so weit voraus. Das aber Interessante ist, dass ich entdeckt habe, es gibt momentan nirgendwo so viel Bewegung wie rund um TV. Und das Schöne ist, Sie hören nicht diese Sprüche, ihr seid doch tot, ihr habt kein Geschäftsmodell mehr oder euch nutzt keiner mehr, sondern die, die wirklich intelligente Produkte machen, wissen, sie hängen sich dran in TV. Am Ende wird das TV-Erlebnis interessanter. Und das passiert auf vier Ebenen. Das eine ist das ganze Thema Technologie, Werbetechnologie, wo wir zugegebenermaßen tatsächlich noch ein bisschen hinterher sind. Ja. Und wo man im Valley vor allem ganz anders rangeht an Produkte, erstaunlich. Das zweite ist das ganze Thema Content-Formate, ja, wie man die entwickelt, wie man die personalisiert. Das ganze dritte Thema ist Distribution, die wird tatsächlich durch IP-basierte Distribution gerade auf den Kopf gestellt und gibt ganz neue Möglichkeiten. Ja. Und am Ende, das was man dann sieht, sind Lösungen, man hat das Gefühl, macht eine Zeitreise. Ja? Mein Lieblingsbeispiel, wo ich schon fünfmal war und ich weiß nicht, ob es jemals das Licht der Welt erblickt, das Produkt, das Intel TV. Da sitzt eine Truppe von 400 Leuten, ein extrem visionärer unternehmerischer Geist, Eric Huggers, und der zeigt dann, warum TV auf einmal erkennt, wenn ich davor sitze, was ich gerne schaue, wie es personalisiert wird, wie ich auf einmal diese ganzen Business-Begriffe, an denen wir uns so laben, an denen wir uns sprechen, wie Payview, die selbst Second Screen, egal was, das interessiert doch keinen Nutzer. Der Nutzer guckt Breaking Bad und denkt, oh, was ist letzte Woche passiert? Und er will umschalten, als wenn er ganz normal sich ein Programm bewegt und guckt mal kurz, was vor 7 Tagen war, geht wieder zurück, dann holt er sich die Serie, aber alles auf einem Screen und egal, ob es First, Second oder Third Screen ist, er ist in einem Erlebnis drin. Und wenn meine Kinder davor sitzen, und das ist meine persönliche Fokusgruppe zu Hause, ja, Ella, Ava, und ganz ehrlich, in 10 Jahren, wenn die 15 und 13 sind, dann glaube ich, werden wir Endgeräte haben, und das vergleiche ich immer mit der ersten Mobile-Welle. Ich habe 4 Jahre Mobile gemacht, von 2000 bis 2004. Erinnern Sie sich noch an diese Euphorie um TS-Lizenzen? Mhm. Wir warteten bis 2007, 7 verdammte Jahre, bis wir mal ein Erlebnis hatten, ja, statt nur WAP oder Technologie, über die wir gesprochen haben. So, und meine Kinder, ich habe gerade letzte Woche ihnen erklärt, wir gucken jetzt mal Sandmännchen, und das startet um 10 vor 7. Was glauben Sie, was für Diskussion ich hatte, als ich Hektik machte, als wir 5 vor 7 endlich vorm Fernseher saßen und die nicht verstanden haben, warum ich so Stress habe. Ja? Warum sie nicht einfach zurückgespult haben. Genau, also ich kann empfehlen, diese Zeitreise, was Sie da sehen, da merkt man ja, wir müssen mehr experimentieren und müssen uns trauen, mit Technologie was ausdrucken. Aber meine ursprüngliche Frage war, sind wir visionär total hinten? Da haben Sie gesagt, nein, aber die machen sich andere Gedanken. Sie probieren mehr aus, sie sind mutiger, sie haben mehr Geld, ja. Diese Sprüche, wie gesagt, Fernseh ist tot, lässt vielleicht noch VC, also Venture Capital Herzen höher schlagen, aber mein Blut bringt es nicht mehr in Bewegung, weil ich sehe, wir sitzen genau im Zentrum des Interesses. Okay, gut, ganz herzlichen Dank. Dr. Jürgen Brautmeier, Geschichte und Anglistik studiert, international als Berater bei der Rundfunkgesetzgebung tätig, bei verschiedenen Gremien und Regulierungsbehörden, jetzt Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und wie gesagt Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. Also, Sie wissen ja, wie Regulierungsbehörden, ich habe selber sehr viel im Bereich Regulierung gemacht, immer so ja, durchaus auch beschimpft werden und dafür verantwortlich gemacht werden, dass sich alles so langsam entwickelt, also alles das, was Herr Benninghoff gesagt hat, dann immer abbremst. Sind Sie überhaupt auf die kommenden Veränderungen im Markt eingestellt? Ehrliche Antwort, nein. Okay. Weil, und das sagen wir gebetsmühlenartig, unser Regulierungsrahmen, den wir haben, nicht zeitgemäß ist, die Politik große Schwierigkeiten hat, das anzupassen, die ich zum Teil verstehen kann, weil die Entwicklung so rasant ist, wie sie ist. Man läuft immer hinterher, das haben wir schon ewig gesagt, aber in dieser rasanten Beschleunigung, die wir in den letzten Jahren erleben, läuft man erst recht hinterher. Also unsere Instrumentarien passen nicht mehr, alle wissen, alle sagen, wir brauchen eine Form der Regulierung, wir diskutieren endlos über die Zukunft der Regulierung, aber wir sind noch nicht in dieser Zukunft angelangt, können wir auch nicht, werden wir wahrscheinlich immer hinterherlaufen, sage ich als Historiker. Die Instrumente, die wir haben, versuchen wir so fantasievoll es geht auszulegen, aber wir stoßen an Grenzen, die
einfach dadurch gegeben sind, dass im Rechtsbereich, wenn es dann zu Konflikten kommt, sich ein Gericht zum Beispiel strikt an den Buchstaben des Gesetzes oder des Staatsvertrages hält. Und wir können noch so viel erklären, dass das alles nicht mehr zeitgemäß ist. Das Gericht gibt uns dann trotzdem einen vor die Mappe, wenn wir ein bisschen zu sehr Fantasie haben walten lassen. Mhm. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber wir haben solche Fälle und die sind nicht immer lustig. Es ist mühsam, mit diesem Instrumentarium umzugehen. Deswegen sage ich das so deutlich. Wir sind, was die Regulierung angeht, nicht gut aufgestellt. Gut, und ich meine, die Gesamtfragestellung ist ja, was kann ich tun, was soll ich tun, wenn ich mir solche Veränderungen absehbar tatsächlich vorstellen kann. Was würde ich jetzt jemandem erklären, wie soll er am besten mit dem Thema Regulierung umgehen? Augen zu und durch? Nein. Mit Ihnen nett reden oder Gerichte bearbeiten? Nein, man muss gemeinsam nach Wegen suchen. Und Sie haben gestern gemerkt, hier auf den Medientagen und in den vergangenen Wochen und Monaten gab es schon einige Initiativen, die Branche selber versucht, Themen zu identifizieren, die geregelt werden müssen, die anders geregelt werden müssen, gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln und sie der Politik präsentieren. Das ist, glaube ich, die Bewegung, die man spüren kann. Mhm. Gestern auf einem Panel, wo erste Vorstellungen mal präsentiert worden sind, in aller Holzschnittartigkeit, die da möglich war in anderthalb Stunden. Also die Initiativen, die aus der Branche selber kommen, dass sich da etwas bewegt, dass man gemeinsam versucht, aus dieser Problemlage herauszukommen. Denn den Veranstaltern oder den Inhalteanbietern oder wem auch immer, den Infrastrukturanbietern, macht das auch keinen Spaß, dass man nicht verlässliche Rahmenbedingungen hat, mit denen man arbeiten kann. Es geht um Rahmenbedingungen, es geht nicht um Einzelheiten. Und wie gesagt, anhand der Rasanz der Entwicklung kann man Einzelheiten sowieso nicht mehr rechtlich festlegen oder planen, wie man das früher vielleicht konnte. Mhm. Und wenn man uns dann die letzter Satz, die zeitlichen Dimensionen anguckt, das ist gestern auch gesagt worden. Es dauert ja unheimlich lange, bevor wir dann mal einen neuen Staatsvertrag haben oder bevor wir dann mal in Brüssel eine neue Richtlinie haben. Also deswegen ist meine Quintessenz daraus, einen Rahmen definieren und innerhalb des Rahmens möglichst flexibel handeln können als Regulierer und das so weit wie möglich mit der Branche abstimmen, damit man da gemeinsam vorankommt. Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Brautmeier. André Prahl, Nachrichtentechniker, seit 19 Jahren bei der RTL-Gruppe, schon eine ganz schöne Zeit. Jetzt Leiter Programmverbreitung Cologne Broadcasting Center. Wir haben im Vorgespräch relativ viel, gut klar, Sie sind Nachrichtentechniker, auch über dieses Thema Technik gesprochen. Technik ist zu kompliziert, hat Herr Heinkel ja eben auch gesagt aus der Studie. Sie haben es auch gerade angesprochen. Sind wir da viel zu kompliziert? Nein, also zu kompliziert sind wir nicht. Wir sind vielfältig. Und zwar vielfältig exponentiell wachsend. Was wir feststellen, und ich beschäftige mich ja jetzt, wie Sie sagten, schon sehr lange mit dem Thema Verbreitung und auch Digitalisierungsvorgänge in der Medienwelt. Was wir im Moment haben, ist ein wirklich rasantes Wachstum in allen Feldern. Wenn man sich mal schlichterdings die Zahlen an verkauften Displays in Deutschland anschaut, stellt man fest, dass man so in der Vergangenheit so gemein ein Display war ein Fernseher, 5 Millionen, 6 Millionen Fernseher sind verkauft worden. Mittlerweile verkaufen wir so 8, 9, 10 Millionen Fernseher, je nach Form sozusagen des Marktes in dem jeweiligen Jahr. Wir verkaufen zusätzlich 3,5, 4 Millionen Tablet-PCs in Deutschland und 20 Millionen Smartphones. Das macht zusammen, ich nenne es mal 30 Millionen TV-fähige Displays, die jedes Jahr neu in den Markt hinzukommen. Also praktisch das Fünf- oder Sechsfache dessen an sozusagen Darbietungsfläche, was ich früher gehabt habe. Die Frage ist nur, was macht man draus? Also das zeigt sich natürlich auch an weiteren Dingen, also die Vervielfältigung der Distributionswege, Sie haben es eben angedeutet, also das Internet spielt eine wesentlich größere Rolle. Die mobile Verbreitung, also auch dort findet Wachstum statt in der Form sozusagen der Verteilung der Inhalte. Gleichzeitig durch die Vernetzung von Broadcast und Broadband entstehen natürlich sehr viele technische Möglichkeiten, auch an neuen Services, an interaktiven Services, an Abrufservice, VOD ist oft genannt worden. Das heißt auch eine Vervielfältigung der Angebote. Das heißt, überall, wo wir hingucken aus unserer Sicht, aus unserem Sichtfeld heraus, findet Wachstum statt. Mhm. Und deswegen würde ich den Satz unterstreichen, dass wir, was das Thema Mediennutzung, Mobil- und Bewegtbildnutzung anbelangt, in einem echten Wachstumsfeld und in einem boomenden Sektor, in dem sich sehr viele Firmen tummeln, befinden und dass da auch kein Grund zur Klage ist. Die Frage ist, was definiert man jetzt noch als TV und wo findet man sich als jeweilige Firma selbst sozusagen innerhalb dieser Definition wieder?
YouTube ist, manche würden sagen natürlich auch TV, andere würden sagen es eher weniger TV. Das ist natürlich eine Frage der Sichtweise, der Definition, wenn man jetzt aus Sicht eines Senders, der in erster Linie mit linearen Inhalten natürlich auch Geld verdient, schaut, haben diese Entwicklungen natürlich nicht nur Chancen, sondern auch eine ganze Menge Risiken, wenn wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen kommen. Fragmentierung, Disaggregierung, das heißt der Versuch sozusagen die Markenführung aufrechtzuerhalten und nicht in Einzelmarken wie Breaking Bad zu zerfallen, sondern wirklich noch den Sender RTL in den Vordergrund zu stellen, wird in dieser Vielfältigkeit der Endgeräte, der Services und der Distributionswege natürlich zunehmend schwierig. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Also wir befinden uns in einem gut funktionierenden Markt, der also auch boomt und viele Aspekte neu hervorbringt in der Mediennutzung. Aber die Rollenfindung angesichts auch der sozusagen lohnenden Herausforderung ist natürlich eine schwierige. Und da muss man sich natürlich entsprechend dann auch aufstellen und versuchen mit Services und guten Angeboten da auch in der Zukunft eine gute Rolle zu spielen. Aber das ist jetzt die Sicht selbstverständlich von Ihnen. Ich habe ja auch Sie gefragt, aber jetzt nochmal aus Sicht des Kunden. Ist es nicht doch ein bisschen kompliziert? Also ich glaube, dass wir den Endkunden an der Stelle nicht unterschätzen sollten. Also er ist, glaube ich, sehr lernfähig. Also wenn man jemandem vor 10 Jahren ein Smartphone hingelegt hätte, gesagt, jetzt mach das mal, gesagt, das kann ich nicht, will ich nicht, schmeiße ich weg. Man lernt mit der Herausforderung an der neuen Technologie schon. Es wird natürlich immer auch Zielgruppen geben, die möglicherweise so ein Ding nie bedienen können, werden oder wollen. Das mag sein, aber der Großteil der Technologie- und medieninteressierten Nutzer, glaube ich, wird schon lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Also zu sagen, das wird alles deswegen nichts werden, weil keiner sein Gerät ans Internet angeschlossen bekommt und erst recht nicht die Knöpfe bedient kriegt, das wäre zu kurz gesprungen. Also da würde ich doch schon auf die Lernfähigkeit der Bevölkerung und der Kundschaft in Summe dann doch setzen und das nicht unterschätzen wollen. Okay, ganz herzlichen Dank. Last but not least, Martina Rutenbeck. Normalerweise natürlich Ladies First im Alphabet, sind Sie nun ganz hinten. Sorry dafür. War lange Zeit Beraterin im ITK-Markt, jetzt Geschäftsführerin der Eutelsat Services und Beteiligung, der Eutelsat, also Deutschland. Was macht man, wenn man sich so eine Studie dann anschaut, was macht man daraus aus Produktsicht? Was kann man da für Produkte draus basteln? Was muss ich jetzt schon tun, um die richtigen Produkte zu haben? Ja, die Studie, muss ich sagen, beinhaltet für uns eigentlich als Satelliten- und als Plattformbetreiber durchaus mehrere gute Botschaften und gute Ergebnisse. Als Satellitenbetreiber muss man sagen, und das gilt, denke ich mal, für das lineare Fernsehen ja generell, heißt es eben auch, dass diese Art von Fernsehen, um es mal so zu nennen, die traditionelle Art des Fernsehens eben Bestand hat, dass dieser Markt durchaus stabil ist, auch noch in den nächsten Jahren. Ich glaube, das kann auch jeder in seiner persönlichen Fokusgruppe soweit bestätigen. Gleichzeitig muss man sich natürlich als Plattformbetreiber auf die Anforderungen der Endkunden einstellen. Da wir eine B2B-Plattform betreiben, also nach außen gar nicht so in Erscheinung treten, sondern letztendlich Geschäftskunden wie zum Beispiel Kabelnetzbetreiber bedienen, muss man natürlich im Fokus behalten, letztendlich, was sind die Anforderungen der Endkunden, muss die abbilden, aber auch, wie können dann letztendlich diese Prozesse tatsächlich auch handelbar gemacht werden, die eben damit zusammenhängen, wenn der Kunde im Wohnzimmer Fernsehen guckt, Breaking Bad guckt, vielleicht eben im linearen Fernsehen, auf Pause drückt, ins Schlafzimmer marschiert und dann auf dem iPad weiter guckt. Dann wechselt er ja sozusagen von einer DVB-Empfangsmethode, wechselt er auf OTT. Das muss ich als Plattformbetreiber handeln, und zwar am besten so, dass der Endkunde den Bruch gar nicht spürt, dass das 1:1 funktioniert, dass er letztendlich auch in einem sauber integrierten Umfeld sich dort bewegt, also integrierte Nutzerführung und so weiter, dass er auf den verschiedenen Endgeräten, und es ist ja gut eigentlich, dass die Anzahl der Endgeräte steigt, auf denen ich Fernsehen sehen kann, aber der Nutzer muss auch damit klarkommen, was aus unserer Sicht Produkt- und Plattformentwicklung heißt, dass er auch einigermaßen dieselbe Umgebung dort stattfindet, sprich zum Beispiel eben integrierter EPG, integriert über eben die verschiedenen Endgeräteplattformen. Ich denke auch, dass man den Endverbraucher da nicht unterschätzen darf, dass er natürlich, und das ist ja auch gelernt aus dem Internet, aus den ganzen Themen wie App-Abrufe und so weiter zugehen und abrufen von On-Demand-Inhalten, natürlich inzwischen sehr stark gelernt hat, damit umzugehen.
Gleichzeitig glaube ich aber auch, und das zeigt aus meiner Sicht eben auch Punkt 1 als Ergebnis aus der Studie, dass eben doch eine gewisse Leanback-Erwartungshaltung immer noch da ist. Ja. Und von daher heißt es für uns, je einfacher trotzdem wir dem Endverbraucher den Sprung zwischen den Welten machen und je übersichtlicher wir das gestalten und eben auch diese Endgeräte letztendlich alle einbinden und nicht nur den Fernseher, desto besser, denken wir, sind wir für die Zukunft aufgestellt. Also Leanback-Erwartungen gibt es nach wie vor. Ich hoffe, dass Sie nicht so Leanback sind, sondern Sie haben jetzt schon einige Fragen und einige Thesen gehört. Sie hier vorne hatten gleich gesagt, was ist überhaupt der Second Screen? Gibt es Fragen, Anmerkungen? Melden Sie sich einfach. Ich sehe es vielleicht, die beiden Damen sehen es auch und kommen dann direkt zu Ihnen mit einem Mikrofon. Wer mag, es ist immer schwer anzufangen. Wer mag anfangen mit den Fragen? Okay, bitte sehr. Und dann hier Nummer 2 hier vorne. Wir fangen einfach an. Ganz kurz vielleicht den Namen einmal, damit wir Sie... Stopp, hier vorne war noch. Hier vorne. Ich hätte eine Meinungsanschätzung gerne, und zwar ist wurde eigentlich gefragt, ob wir alle dann glauben, dass in 5 Jahren immer noch linear ist, sich formulieren. Ja. Alles, was wir angucken. Mhm. Frage, glauben wir, dass auch Medizingruppe heute 10 bis 20 Jahre alt ist? Das Beispiel, wie der Moment der nächsten Herr Benninghoff, ich fand das ganz lustig in der Studie, ich weiß nicht, ob Sie den Passus gelesen haben, dass wir uns daran erinnern sollen, dass wir alle älter werden. Also offensichtlich das, wo wir heute über unsere Eltern schimpfen, da kommen wir auch irgendwo mal hin, dass wir offensichtlich auch dann diese Verhaltensweisen übernehmen. Aber die Frage würde ich jetzt gerne an der Stelle aufnehmen. Denken wir wirklich, vergessen wir dadurch, dass wir jetzt schon ein anderes Alter sind, vergessen wir die anderen Gruppen? Ich glaube, dass wir dazu tendieren, egal ob es jetzt Produkte, Technologien sind, extrem von uns auszugehen. Und meine andere Fokusgruppe ist in Hünxe am Niederrhein, das ist meine Mutter, mhm, mein Vater. Und die haben Smart-TVs noch nicht angeschlossen. Und ich bin auch fest überzeugt, dass auch L&AVA in das lineare Nutzungsverhalten kommen, weil der einfache Grund, den ich auch sehe, und das ist meine persönliche Erfahrung gerade in den USA, Orientierung, Empfehlung. Und ich weiß nicht, wer hat denn alles Breaking Bad schon gesehen? Das ist mal interessant, weil es gibt ein paar... Ja, das ist ja, ja, okay. Wer hat denn schon als Two and a Half Men gesehen? Oh, okay, reicht mehr, würde ich sagen. Ja. Der Punkt ist, wie entdecke ich es denn? Discovery. Sehr stark künftig durch Social, Empfehlung, durch Freunde, viral. Also Breaking Bad ist 50% bei den Videoplattformen ist einfach virale Empfehlung. Wenn ich in den USA als Comcast-Kunde, ich bin verzweifelt, ich sitze davor, habe 200 Kanäle und jetzt würde ich sagen, ist meine nonlineare Nutzung auf 30-40% hochgegangen, weil ich überhaupt keine Orientierung habe und auch so genervt bin und da gibt es auf einmal Netflix und ich bin genau in dem Hype von House of Cards angekommen und ich wurde weggeblasen von Kevin Spaceys erster Szene und bin drin geblieben und danach wurden mir Serien empfohlen und ich entdecke immer was Neues. Aber meine These ist, das werden wir als ProSieben und auch als Veranstalter mit der Technologie in 10 Jahren, 5 Jahren und vielleicht in 3 Jahren genauso gut hinbekommen und meine Kinder werden die Orientierung genauso an den Marken, an den Formatmarken und an den Talenten suchen. Am Ende sind sie Stars. Ich weiß nicht, ob irgendwann L&AVA auch Fan von Kronk sind. Ja? Ein 27-Jähriger, gut aussehender, sein Partner sehr gut aussehend, der zu Hause Videospiele im Wohnzimmer spielt und 40 Millionen Videos macht. Den stellt man, das hätte mir auch nie gedacht, dass das ProSieben mal 6 Stunden Live-Gaming produzieren und auf einmal 4 Millionen Leute sich das anschauen, Videoviews, 700.000 parallel und die spielen 6 Stunden 2 nerdige Teams gegeneinander. Mhm. Ja. Also Sie sagen, linear bleibt, gibt uns Struktur, wahrscheinlich gerade uns Deutschen, strukturiert denken. Mhm. Herr Prahl, was glauben Sie? Also es ist natürlich sicherlich so, dass die Verteilung zwischen linearer und nonlinearer Nutzung bei den jüngeren Zielgruppen eine andere ist und insofern dort auch möglicherweise ein schnelleres Verrücken hin zu nonlinearen Inhalten stattfindet, als das in der Zielgruppe 59 plus sozusagen der Fall ist. Das ist sicherlich richtig. Ich meine, dass die Tendenz hin zu nonlinearer Nutzung stattfindet, die ist ja klar und verteilt sich dann entsprechend auch auf die Zielgruppe. Aber die Frage war hier ein bisschen anders. Wenn ich heute 10 bin, habe ich vielleicht eine weniger lineare Nutzung und wenn ich älter werde, komme ich dann doch hin. Ja, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt auch Studien, die sagen, die kommen irgendwann zurück. Und wenn sie abends erschöpft von der Arbeit nach Hause kommen wollen, die genauso Fernsehen gucken wie wir früher auch. Ich glaube, die Wahrheit wird da, das ist eine viele Glaubensfrage auch mit dabei, in der Mitte liegen. Also ich denke schon, dass Nutzungsverhalten
im Sinne von, ich bin autark, ich möchte eine Sendung gucken, dann, wann ich sie für richtig halte, in der zeitlichen Abfolge, dass solche Nutzungsverhalten dann nicht mehr verschwinden. Also ich glaube schon, dass das sozusagen dieses gelernte Verhalten in gewisser Weise transportiert. Was ich aber ganz interessant finde in der Gesamtentwicklung ist, dass wir auch in dem Bereich, den wir sozusagen nonlinear bezeichnen, ja auch Entwicklungen stattfinden, die, sagen wir mal, doch sehr viel Ähnlichkeit mit dem sozusagen herkömmlichen linearen Fernsehen haben. Mhm. Ich mir die ganzen Channels zum Beispiel oder Next Generation Networks anschaue, die von großen Videoplattformen angeboten werden. Das ist ja so ein Mischding, ne? Aus, ich habe zwar die Möglichkeit, mir einzelne Videos anzugucken, aber ich draufklicke in einer YouTube-Applikation auf einem Samsung-Fernseher, dann läuft da im Prinzip ein Fernsehprogramm. Okay. Ja. Also ganz ehrlich, ne? Das ist eine automatisierte Aneinanderreihung von Clips, die auch von Werbung unterbrochen wird. Und das ist auch wieder so ein bisschen hin zu dem, woher wir eigentlich kommen, und dass vielleicht irgendwann so dieses, ich wähle mir mal ein einzelnes Video aus, dann irgendwann doch nervig wird. Aber es ist schon, ich würde mal sagen, ein konfektioniertes Sehen. Okay, also das ist das, was so die Frage ist, wer spielt da welche Rolle, wer hat welche Marktanteile, wie wird es gemessen, wie wird es vermarktet, das sind alles 1000 Fragen. Aber dass ich sozusagen völlig losgelöst im sozusagen Aussuchorbit schwebe und nur noch mir sozusagen individualisierte Dinge zusammenklicke, glaube ich weniger. Ich denke, dass, sagen wir mal, ja, das Wort konfektioniert ist gerade gefallen, also eine vorbereitete Medienerfahrung, so würde ich es mal nennen, die wird schon doch dominieren. Die Frage ist, wer es macht dann. Okay, also irgendjemand hilft mir, das zu strukturieren? Das ist ein gutes Beispiel. Die Firma, von der man am meisten Bedrohung wahrscheinlich ausgeht, diese Netzwerke, die Maschinima, 2,5 Milliarden Videoabrufe pro Monat, weltweit distribuiert, machen genau das. Ja? Mhm. Wenn man mit ihnen spricht, sagen sie, sie orientieren sich an Grids, an Strukturen. Und am Ende, ganz ehrlich, in 10 Jahren, wenn das TV-Erlebnis so personalisiert ist auf einem Screen, wie ich es vorhin eingangs beschrieben habe, ist mir es vollkommen egal, ob es linear, non-linear ist. Es geht um die Kuratierung von Content. Und ich glaube, wir interessieren uns dann gar nicht mehr für linear, non-linear. Nur ich will ein Umschaltgefühl haben und direkt dorthin das Programm, das ich sehen möchte. Also wir bezeichnen es wahrscheinlich einfach anders. Die zweite Frage, bitte. Ja, Thorsten Schütte von der Firma SmartClip. Frage zum Thema Nutzung einerseits, non-linear, linear. Ist immer, glaube ich, ganz interessant, auch ganz wichtig. Hauptsächlich müssen wir aber Geld verdienen, das heißt Thema Monetarisierung. Ich fand die Frage oder die Studie, die letzte Frage ging so ein bisschen um das Thema Monetarisierung, also immer ein bisschen so hinten dran, ist aber, glaube ich, ganz entscheidend. Also ich glaube, da wird die größte Umwälzung stattfinden, insbesondere bei den großen Sendern, die ja sagen, wir sind keine Sender mehr, sondern wir sind Programmanbieter. Das zeigt sich natürlich auch schon, dass im Endeffekt dieser Einstieg in diese Programmwelt oder in diese Contentwelt, denn ich glaube, der Content ist das Entscheidende, dass der nicht mehr so monopolistisch durchgezogen werden kann wie in der Vergangenheit und dass da natürlich neue Vermarktungsansätze, und das fand ich ganz gut, was Herr Benninghoff gerade gesagt hat, in Amerika natürlich sehr stark vorangetrieben wird, neue Vermarktungsansätze vom TV. Wir haben es gestern auch so ein bisschen gehört, das Thema Quote wird immer mehr in den Hintergrund getreten, und das würde mich interessieren. Vermarktungsansätze Amerika, wie gehen die damit um? Was passiert da? Und wie können sie sich insbesondere für ihr eigenes Haus und natürlich auch für RTL so eine Adaption vorstellen? Oder wer sind die größten Wettbewerber in Zukunft? Darf ich trotzdem mal bei Frau Gutenberg einmal ganz kurz anfangen? Vermarktung, wie glauben Sie, dass wir das monetarisiert kriegen? Und Sie melden sich bitte einfach, auch wenn ich nicht hingucke, die Damen stellen sich dann direkt bei Ihnen hin. Frau Gutenberg. Das ist auch so ein Aspekt, den ich an den Ergebnissen der Studie ganz interessant war, weil man da ganz gut auch die Verknüpfung zwischen den Themen herstellen kann. Also Themen in dem Fall Pay-TV oder zumindest bezahlter Content versus Werbung, Kontaktqualität und so weiter, ist ja durchaus eine Schlussfolgerung, die ich auch durchaus teile, dass die Kontaktqualität durch Second Screen und so weiter abnimmt, dass ich sie aber dann wieder erhöhen kann, wenn ich meine Angebote auf die Zielgruppe eben dementsprechend zuschneide, inhaltlich eben die Inhalte liefere, an denen personalisiert wiederum einzelne Zuschauer eben hohes Interesse haben. Das heißt, ich kann dort auch wieder dann eben durchaus eine stärkere Konzentration und damit aus meiner Sicht auch eine höhere Zahlungsbereitschaft erreichen. Das heißt, es bröckelt wahrscheinlich im linearen Fernsehen, und bei den traditionellen Bezahlformen Werbung entsprechend zu platzieren, wird sicherlich schwieriger.
Gleichzeitig aber durch die Nachfrage nach stärker personalisierten Strukturen, glaube ich eben, kann man die Geschäftsmodelle auch darauf besser zuschneiden. Mhm. Und die Flexibilität, glaube ich, müssen sowohl Programmanbieter als auch Plattformen, also Content-Aggregatoren letztendlich in Zukunft haben und können damit, denke ich mal, ihre Zahlungsmodelle verbessern, aber auch stabilisieren vor allen Dingen. Herr Benninghoff, haben Sie, kurze Antwort, haben Sie Angst um sozusagen die kommende Monetarisierung bzw. nicht kommende Monetarisierung? Nein, überhaupt nicht. Also es gibt eher vielfältige Möglichkeiten und das eine Beispiel, wenn Sie jetzt diese großen Videonetzwerke, die unglaubliche Bewertung haben, natürlich auch mal Geld verdienen müssen, sehen, 30% der Umsätze, die Sie machen, machen Sie mit, wie wir es Produktintegration nennen, wovor die überhaupt keine Berührungsängste haben, weil diese neuen Talente, Freddy W. 14, der packt halt ein Smart TV dann in seine Show, da machen die mittlerweile, oder man nennt es Branded Entertainment, 30% ihrer Umsätze, weil sie natürlich auf YouTube auch nur kleines Geld verdienen und kaum was ausgeschüttet bekommen. Das Zweite, was man sieht, ist Technologieanbieter hochspannend, 12 Jungs in ihrer IKEA-Einrichtung, in einem Startup, die eine Live-Suche fürs Fernsehen anbieten. Aber was bedeutet das? Sie können auf einmal Kontext herstellen. Das heißt, wenn Sie eine Fashion-Show haben und berichten über irgendwas, können Sie im Grunde Realtime auf einmal Werbeeinblendung vornehmen, weil Sie können das jetzt verauktionieren und sagen, jetzt ist eine unglaublich hohe Kontaktqualität. Das heißt, am Ende durch die neuen Technologien wird die Kontaktqualität gesteigert. Der dritte Punkt, was wir sehen, und das ist eigentlich die Revolution, finde ich, durch die Digitalisierung ist, Sie können Nischen, super Nischen-Zielgruppen oder nennt man sie Stämme, Tribes. Wer von Ihnen ist begeisterter Skifahrer? Ja. Oder ist, ganz schön wenig für München. Oder Koch oder was auch immer. Das heißt, die Verbindung aus Video und E-Commerce. Die große Vision ist natürlich T-Commerce. Da sehen wir die ersten, die versuchen dann Transaktionen zu triggern. Aber am Ende. Also das, genau das finde ich spannend. Aber setzen sich ja immer mehr Third Parties auf das Signal auf. Also Sie müssen ja wir sind im Zentrum. Ich meine, nehmen Sie die Börsenstory von Twitter, Facebook und Co. Sie hängen sich dran, weil wir wissen, dass 30% der Unterhaltung wird durch TV getriggert. Und das andere ist, die ganz große Revolution, die vielleicht in 10 Jahren kommt, ist nicht Mobile Marketing. Ein Mobile Marketing ist ein verschwindend geringer Markt und keiner wird nur für Mobile planen. Aber da das Ding hier immer beim Fernsehen neben mir ist und durch Sensorentechnologie alles andere hinter meine Bewegungsprofile hat und wenn ich den Autospot sehe und bewege mich dann beim Ford-Händler in der Gegend, habe ich ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Ich kann die Conversion weiterverfolgen. Deshalb sage ich, nein, ich habe deshalb keine Angst, weil ich beweisen kann, dass die TV-Werbung ganz andere Transaktionen triggert. Also, Sie haben keine Angst. Herr Prahl, haben Sie Angst? Also, Angst haben ist Sie vor allem im Zusammenhang, glaube ich, keine zulässige Kategorie. Wir sind ja unter uns. Ja, also ich meine, klar, der lineare Fernsehmarkt ist natürlich nach wie vor sehr gut, sehr groß. In Deutschland auch zwar geringes, aber dennoch vorhandenes Wachstum gegeben in 2012. Also davon abgesagt zu sprechen, ist auch, denke ich mal, sehr, sehr weit hergeholt. Denke ich, entscheidend sein wird, ist, dass man diese vielfältigen Nutzungsformen, insbesondere VOD und auch lineares Fernsehen, und das ist ja sozusagen auch der Hauptattraktionspunkt, wenn man auf das große Display guckt, dass man die gescheit zusammenführt und zu gescheiten Konvergenzwährungen zusammenführt, die dann in der Lage sind, auch diese sozusagen vielfältigen Art der Nutzung entsprechend dann auch auszuweisen und dann auch monetarisierbar zu machen. Da sind wir wieder bei diesem Thema Komplexität. Ja. Also da hätte ich immer persönlich Angst, weniger wahrscheinlich vor der Komplexität als vor den Kosten der Komplexität. Also ist das, also das alles zusammenzuführen, da gab es ja schon andere Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Die Kosten der Zusammenführung, also ich meine, es findet ja statt. Also ja. Online-Vermarktung, also In-Stream-Vermarktung und Werbung findet ja statt. Also das ist ja, die Kosten sind ja schon da. Und das ist ja auch innerhalb eines funktionierenden Geschäftsmodells der Fall. Ich sprach jetzt von der Zusammenführung der Messung und von der Zusammenführung sozusagen der Nutzungen. Aber was Sie gerade ansprachen, das war ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt in der Tat natürlich auch in dieser hybriden Fernsehwelt eine sehr große, ich nenne es jetzt mal doch Gefahr, zumindest für etablierte Veranstalter, das sich draufsetzen, so haben sie es, glaube ich, formuliert. Also da gibt es die dollsten Beispiele, wenn sie heutzutage einen Panasonic-Fernseher neu kaufen, einschalten, kommt da erstmal unten so eine von Panasonic vermarktete
Bandenwerbung sozusagen in den Fernsehschirm, der sich auf das laufende Programm drauf, ohne dass der Nutzer intendiert und sozusagen diese Werbung abgerufen hat, die blendet Panasonic einfach ein. Also dieses Thema sozusagen Trittbrettfahrerei auf vorhandene, durch gutes Geld teuer bezahlte Inhalte sich daraus versuchen, das irgendwie sozusagen selbst zu monetarisieren, das ist durchaus ein Thema. Also wir sehen zum Beispiel Entwicklungen, die ich ganz spannend finde, dass dritte Parteien so Shazam-ähnlich Analysen durchführen von Bild- und Toncontent, der gerade von einem Fernsehsender zum Beispiel ausgestrahlt wird, und die erkennen bestimmte Personen, die dort im Film mitspielen. Also das ist ein Bruce Willis, der wird sozusagen erkannt als Gesicht, und dann kann der natürlich entweder auf dem Second Screen oder wenn er eine App auf irgendeinem Fernseher drauf hat, sagen, okay, du interessierst dich anscheinend für Bruce Willis, jetzt blende ich dir mal hier überall Kaufvideos oder VOD-Angebote ein, wo er auch mitspielt. Und das macht dann nicht der Sender, der den Film in dem Moment aussendet, sondern das macht jemand, der sozusagen als Dritter das Signal empfängt, entsprechend analysiert und angeholt. Also das sind Dinge, die sind natürlich, sind auch in keiner, sagen wir, urheberrechtlichen Kategorie derzeit einzusortieren, aber das sind auch Herausforderungen ganz klarer Art, die man zukünftig sehen muss. Hat jeder sozusagen das Recht, mit dem Content, der einmal in der Büchse drin ist, das zu tun, was er will. Das Gleiche gilt für Hersteller. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel das Thema Second, Third Screen Nutzung von Live-Fernsehen in-home anschaue, das war auch Gegenstand der Studie. Verschiedenste Plattformbetreiber versuchen da ein Businessmodell draus zu machen. Die sagen also, wenn ich das Signal jetzt nicht nur an 1, 2, 3, sondern an verschiedenste Displays und auch als IP-Stream auf Tablets und so weiter anbiete, möchte ich das in irgendeiner Form monetarisieren können. Entertain to go, Deutsche Telekom zum Beispiel. Ja. Gleichzeitig sagt Samsung, nee, also wenn das Signal einmal in meinem Fernseher drin ist, dann kann ich das als Samsung im Haushalt über IP verteilen. Businessmodell futsch. Das sind so diese Spannungsfelder, in denen wir uns da im Moment bewegen auf allen Seiten und die natürlich, was Vermarktung und Monetarisierung im eigentlichen Sinne, also sozusagen auch Second Revenue Streams, da eine ganze Menge Herausforderungen bereithält. Herr Brautmeier, da werden ja jetzt wirklich alle Welten einmal zusammengeschmissen. Da haben Sie Spaß, oder? Wenn Sie Belege gebraucht hätten für meine These am Anfang, dass wir mit der Regulierung nicht richtig aufgestellt sind, dann haben wir die ganze Zeit gehört. Ja. Wir reden ja über die... Ja, haben Sie denn Angst vor dieser Situation? Nein, aber die Aufgaben werden anders. Aber wir haben Regularien für die lineare Welt. Da kann man schon auch da über die Sinnhaftigkeit diskutieren, zum Beispiel die Werbebestimmungen etc. Aber der Unterschied zwischen linearer und nicht linearer Welt, der macht in dieser Regulierung, in diesem Regulierungszusammenhang ja eigentlich keinen Sinn mehr. Das haben wir jetzt ja gerade ausgiebig nachvollziehen können. Die Dinge, die insgesamt zu regulieren sind, wie Jugendschutz etc., die bleiben, egal ob linear oder nicht linear. Aber unsere alte lineare Welt, in der wir, für die wir unsere Gesetze haben, wie gesagt, die ist nur noch ein Teil. Und da sich das gegenseitig bedingt und die lineare und nicht lineare Welt eigentlich nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen, was so manche Regulierungsfragen angeht, belegt, dass wir dringend da etwas Neues brauchen. Nein, die Themen werden sich verlagern. Wir müssen mehr reden über Datenschutz, wir müssen mehr reden über Netzneutralität, wir müssen mehr reden über Urheberrecht etc. als Regulierer. Das sind die Fragen, über die wir uns dringend Gedanken machen müssen. Da gibt es Diskussionen, aber nochmal, wir reden darüber, ob die Übertragung der Lottozahlen zweimal die Woche Rundfunk ist, im Internet Rundfunk ist oder nicht. Okay. Das sind unsere Diskussionen gegenwärtig. Also Sie merken meinen Spaß an diesem Thema. Nach altem Recht ist das so. Ist ja auch durch die Zeitung gegangen, bin ja auch schon ordentlich dafür kritisiert worden, dass ich gesagt habe, das wäre Rundfunk. Zweimal die Woche die Übertragung der Lottozahlen im Internet. Muss ich noch mehr sagen? Nee, nicht wirklich an der Stelle. Wenn Sie so Ihre Mitdiskutanten rechts und links von sich hören, glauben Sie denn, dass Sie, die beiden überhaupt noch in Zukunft was zu sagen haben? Oder sind diejenigen, die sich draufsetzen, wie Sie das eben genannt haben, diejenigen, die in Zukunft das bestimmen? Nein, ich glaube sehr wohl, dass die beiden sehr viel zu sagen haben werden, denn der Inhalt ist es und der Inhalt kommt von diesen beiden. Die sich draufsetzen, da muss man Regeln finden, wie das geht oder dass es nicht geht. Aber diejenigen, die die Inhalte haben, werden doch über die Wege bestimmen, über die Art und Weise, wie es vermarktet wird, über die Art und Weise, in welchen Portionen das zu wem kommt. Also ich bin Anhänger der These, dass ich sage, der Inhalt ist das Entscheidende. Das ist ein uralter Spruch, Content is King, und das ist immer wieder dasselbe. Nee, Sie dürfen noch einmal gerne nachhalten. Sie kriegen noch ein Mikro dafür. Kurze Frage bitte trotzdem. Ja.
Genau das ist es. Diese beiden werden Big Player sind sie und werden sie auch definitiv bleiben, nur nicht die einzigen. Das ist richtig. Und das ist das Entscheidende. Wir haben gerade über Hersteller gesprochen, die Content Owner werden. Wir haben über Third Parties gesprochen, die Content Owner werden. Wir haben über internationale Companies gesprochen, die Content Owner werden. Und das ist genau das. Das muss man, glaube ich, das ist der erste Schritt, dass man begreift, Deutschland ist super, Gott sei Dank. Ich bin auch froh, dass ich hier leben darf, obwohl ich auch ein halbes Jahr schon gerne mal, ich werde mal meinen Chef nochmal ansprechen, ob da irgendwie was geht. Aber Deutschland ist gerade im Bereich digital ein kleiner Punkt und dieser Punkt ist einer von ganz vielen. Wir sind nicht mehr nur Deutschland, sondern viel vollkommen, größer. Vollkommen richtig. Ich wollte damit auch sagen, ohne Sie geht es nicht. Sie sind diejenigen, die als Erste da was tun und werden sich sicherlich darum kümmern, was mit Ihrem Signal geschieht oder Ihren Inhalten geschieht. Und dann wird auch wieder irgendwelche Regulierung greifen, wie man sie schützt. Wir reden ja zum Beispiel mit Sky auch drüber als Medienanstalten, wie man das Signal vor Piraterie schützt. Solche Dinge. Also da greift dann wieder Regulierung und das ist auch im Interesse der Anbieter. Und Sie haben eben was Wahres gesagt, wir reden nicht mehr über Sender, wir reden über Programmanbieter. Mhm. Dummerweise steht in dem Rundfunkstaatsvertrag noch, was Rundfunk ist, nämlich wenn einer anhand einer Leitung und so eine Sendung macht. Gut, wir haben jetzt hier noch eine Frage, das ist dann leider die letzte Frage, deswegen kurz, damit wir auch kurze Antworten Ihnen noch geben können. Siedlmeier, Institut für Rundfunktechnik München. Herr Brautmeier, ich würde Sie gerne was fragen zu dem, was Ihr Kollege zu Ihrer Linken vorher erwähnt hat, nämlich dieses Dilemma mit Panasonic. Das ist ja nur ein Beispiel momentan, wo sich einer über unseren Content setzt sozusagen, Werbung macht, Geld verdient und. Wir werden dasselbe auch auf den Second Screens und auf den Co-Screens haben, das ist ganz klar. Herr Brautmeier, wie ist Ihre Vorstellung, sollen wir konkret mit diesen Dingen umgehen? Ich meine, es ist schön, wenn Sie sagen, es wird Regulierung geben oder es muss Regulierung geben, aber wann kommt die? Im Jahr 2050 oder wie schaut das aus? Erstmal vorweg noch die Frage, hat sich schon mal jemand bei Ihnen beschwert? Wir sind ständig im Gespräch mit den Programmanbietern, dass da eine Ungleichbehandlung ist, dass da kein Level Playing Field ist, etc. Also in dem Sinne beschwert ja aber nicht, dass ein Konsument kommt und sagt, bitte Regulierer, mach da was dran, die Bande, die durchlaufende, die stört mich da. Nein, aber die Frage, die Sie stellen, konkret, es ist eigentlich eine Frage an die Politik. Wir Regulierer sind diejenigen, die die Gesetze ausführen, aber wir sehen natürlich, dass momentan die Gesetze dringend novelliert werden müssen und wir müssen dazu eigene Vorstellungen entwickeln. Das werden wir aber wohlweislich tun mit denen, die diese Probleme haben. Ich habe gerade das Beispiel Sky genannt. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, könnt ihr als Medienanstalt ein bisschen das Thema mit aufgreifen. Signalschutz, dass unsere Signale nicht durch Piraterie nichts mehr wert sind, weil sich jeder da draufsetzen kann und sie anders vermarkten kann. Genauso werden wir an dieser Stelle darüber sprechen müssen, wie ist das denn mit der durchlaufenden Werbung da unten, die vom Plattformbetreiber oder vom Gerätehersteller kommt. Darüber müssen wir reden. Da haben wir bisher keine Regularien. Es steht zwar im Staatsvertrag, auch Telemedien haben gewisse Werberegularien einzuhalten. Werbung muss als solche erkennbar sein, aber mehr steht da dann auch nicht. Und erkennbar ist sie, das bezweifelt keiner. Aber da hat er nichts von. Also bitte um Entschuldigung, also ich mahne ja selber an, dass endlich was kommt. Und das kriege ich nur hin, indem wir das mit den Betroffenen selber diskutieren. Okay, also der Ratschlag ist wirklich was zusammenzutun. Ich mache jetzt gerade noch eine abschließende Runde. Wir wollen ja so ein bisschen, also wir hätten noch viel mehr diskutieren können. Vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Ich finde das total schön. Da hätten wir offensichtlich noch viel mehr machen können. Trotzdem jetzt nochmal wir wollen ja so ein bisschen Nachdenklichkeit, sage ich jetzt mal, erzeugen. Also was, in einem Satz bitte beantworten, was sollte man jetzt schon tun oder was sollten alle hier im Publikum aus Ihrer Sicht tun jeweils, um für die nächsten 5 Jahre oder über die Zeit da hinaus, sagen wir mal auf die 5 Jahre bezogen, um für die nächsten 5 Jahre gerüstet sein. Also was ab morgen anders tun, um für die nächsten 5 Jahre gerüstet zu sein? Herr Benninghoff, Sie dürfen anfangen. Nicht defensiv die Diskussion führen, wer sitzt sich drauf, sondern sich zu bewegen, mit Produkten, Technologien rumzuspielen, um neue Content-Erlebnisse zu schaffen. Gut, also machen, ausprobieren, nicht drum reden. So zügig wie möglich, sich darüber zu unterhalten, was kann ich noch regulieren, was muss ich noch regulieren, also die alte Frage, so viel wie nötig, aber nicht unbedingt so viel wie möglich. Okay,
Herr Prahl. Markt sorgfältig analysieren, Sinnvolles von Nicht-Sinnvollem unterscheiden, lernen, angesichts der Vielfältigkeit und ja, kluge Business-Entscheidungen treffen auf der Basis einer vernünftigen Marktanalyse. Okay. Frau Rutenbeck, Sie haben das letzte Wort sozusagen. Ja, Lernen war, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also Lernen, ein vollständiges Angebot aufzubauen, so auszurichten, dass der Kunde trotzdem sich nicht einem Standardangebot gegenüber sieht, sondern diesen Personalisierungsaspekt eben auch abfangen und ja, lernen, sich auf die Bedürfnisse einzustellen, aber gleichzeitig auch den Kunden dort abzuholen, wo wir letztendlich heute noch sind. Mhm. Gut, also Sie haben ein bisschen was mit auf den Weg bekommen, Sie kriegen noch mehr mit auf den Weg. Da vorne stehen Red Bull-Dosen, wie gesagt, mit dem QR-Code, um die Studie abzurufen. Da gehe ich gerade noch mal einmal zurück. Und Sie können die Studie auch online selbstverständlich abrufen. Sie können auch da vorne Ihre Visitenkarte einfach hinterlegen. Also Sie kriegen die Studie, denken Sie schön drüber nach, schauen Sie sich an, geben Sie Feedback dazu. Ganz herzlichen Dank. Ich finde das total schön, vor so einem ganz vollen Raum zu sitzen. Toll. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.